ich mit anderen Leuten mich austausche, was die so machen, auch wenn ich neue Leute kennenlerne, die vielleicht studieren irgendwas. Und ich sage, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger, dann kommt das tatsächlich eigentlich ziemlich gut an. Was haben Sie da für Schmerzen? Beim Auftreten und beim Laufen. Mhm. Ist das so ein stechender, so ein dumpfer Schmerz? Ja? Ja. Ich mag die Abwechslung, die du hier hast. Dieses Aufregende, die ganze Hektik. Mir gefällt die Zusammenarbeit von den Ärzten, von den Schwestern, dass es alles so fließend ist. Also das ist wirklich Teamarbeit. Ich bin fit, ich mache mein Ding. Ich hole mir bestimmt auch nicht immer Hilfe, auch an Stellen, wo es vielleicht angebracht wäre, weil der Patient ein paar hundert Kilo wiegt und ich den gerade alleine irgendwo im Bett hochhiefe. Und das muss man vorher einfach wissen, dass es auch körperlich anstrengend ist und dass man gut und gerne nach so einem Dienst auch wirklich total kaputt ist. Geht das so? Definitiv muss man dafür gemacht sein. Es ist schön, für die Patienten da zu sein. Und damit meine ich nicht nur in den Notsituationen, wenn es dem Patienten schlecht geht, sondern eben auch sozusagen die privaten Momente in einem Krankenhaus zu ermöglichen.